Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 1 mit mir, Thomas und Playageddon. Wie man sieht, wir sind in der Nacht 1, das liegt auch daran, Computerwechsel fand gerade bei mir statt. Ja, ich würde mal sagen, ich werde mal bis zur dritten Nacht überspringen, ich werde lustige Szenen einfügen, also bis gleich. Das ist Boss, der Thomas schafft die erste Nacht First Try, bam Junge. So, es ist 5 Uhr morgens, liebe Leute, 21%, ich hoffe mal, dass es reichen wird. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber ihr habt ja noch nicht viel im Let's Play gesehen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen chillen hier im Büro. Hoffen, dass die 17% noch reichen werden. Und ich nehme gerade zum allerersten Mal mit Kopfhörern auf. Da mein Bildschirm ja keinen Ton hat. Aber das stört ja nicht allzu sehr. Außerdem ist es viel creepiger mit Kopfhörern zu spielen, da der Ton viel lauter ist. Aber ich verstehe mich schlechter, aber... Also kann ich nicht ungefähr einschätzen, wie laut ich rede, aber ist ja Wurst. Jo, morgen wird kein FIFA kommen und gerade hat irgendwer an der Fensterscheibe geklopft. Jetzt schon wieder. Ist mir auch egal, sollen die klopfen. Alles Hater. Nein. Heute wird kein FIFA kommen, es tut mir wirklich leid, Leute. Aber den neuen PC muss ich erstmal richtig einrichten. Five Nights at Freddy's habe ich mir drauf gemacht. Fraps Order City, los, kann man aufnehmen, aber... Leider muss ich mir noch eine Aufnahme... Naja, ich muss mir noch das Elgato-Programm runterladen und das kann noch ein bisschen dauern. Boah, nein. Oh-oh. Oh-oh. Nein. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel, dass heute kein FIFA kommt. Bitte 6 Uhr! Bam, 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 Junge. Puh. Auf dem alten PC habe ich es geschafft, jetzt nochmal auf den neuen. Und ja, 60 FPS jetzt, sogar 61 gerade. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Und das Spiel läuft jetzt flüssig, ich hoffe, euch gefällt das. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem neuen PC, also das Preis-Leistungs-Verhältnis kann man sagen, ist relativ nice. Ja, ein bisschen sparen, abwarten, bis der Fritze anruft und ja, wir müssen auf jeden Fall Prozente sparen. Jo. FIFA wird das nächste Mal wieder Dienstag kommen, alle FIFA-Fans. Also, falls ihr das Video angeklickt haben solltet, okay. Die Ente ist schon weg. Immer wieder auf Pirate Cove aufpassen. Der ist ganz wichtig, dass man auf den aufpasst. Denn wenn man nicht auf den aufpasst, kommt er angerannt und, ja, schreit dich an und du stirbst dann irgendwie. Wie? Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Denn auch FIFA klappt heute auch nicht aus zeitlichen Gründen, da wir heute Abend, also beziehungsweise ich noch weg bin. Jo. Er hat eine Idee, aber was für eine Idee er hat, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe bei dem sowieso nicht viel, da die Telefonleitung hier sehr schlecht ist, was mich eigentlich wundert. Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass Cam 6, also dass man da nie reingucken kann, woran das liegt. Keine Ahnung, es gibt Gerüchte, dass da Golden Freddy sein soll. Also auch da mit der Telefonfritze, der uns immer hier anruft, denn der Telefonfritze soll Gerüchten nach ja Golden Freddy sein. Wieso könnt ihr euch zum Beispiel bei Creepypasta Punch oder so anschauen? Er hat schon genug erklärt. Ich hasse diese Geräusche immer, die hier im Hintergrund sind. 12 Uhr, 85%. Eieieiei. Sieht nicht so knorke aus. Dup, 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 dum. Ich frage mich, wer dieses Dam, 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 Dam immer macht. Der Hase ist es nicht, also wahrscheinlich die Ente, aber die... Oder Girl and Freddy. Ach, die Ente. Let's Eat. Yo, wenn du bei Let's Eat machen willst, frag doch Gronkh und Sarazar. Vielleicht darfst du ja sogar mitmachen, Ente. Wer weiß, wer weiß. Yo, what's up, man? Boah, fick die Henne, Alter. Der Hase ist noch nicht unterwegs, das ist sehr gut. Eine Wongs ist gerade 77%. Steht er da noch? Nope. Die Ente steht immer am Fenster und der Hase direkt vor der Tür. Jedenfalls gut zu wissen. Bei der Ente kann man sich, glaube ich, ein bisschen länger Zeit lassen, hat mir irgendwer gemunkelt. Gemunkelt. Pirate Cove ist immer noch drin, das ist doch sehr gut. Eine morgens ist es. 5 Stunden haben wir noch vor uns, 73%. Uah. Ist nicht so überragend, aber man kann damit arbeiten, würde ich sagen. Ich versuche ja auch immer ganz fleißig Batterien zu sparen. Indem ich mal eine kurze Pause mache, immer auf die Kamera zu schwenken. Momentan ist ja nur die Ente unterwegs, das ist unser Vorteil. Pirate Cove ist immer noch drin. Sehr nice. 2 Uhr morgens.
68%. Hashtag läuft bei dem Thomas. Und ich kann jetzt auch längere Aufnahmen machen, das ist auch sinnvoll. Aber, fick die Henne. Da mein neuer PC einfach nur so eine hohe Leistung hat, also viel mehr als der alte auf jeden Fall. Und das ist doch pornös, würde ich sagen. Ihr könnt euch ja mit mir freuen, denn jetzt können wir ganz viele gute Horrorspiele let's playen für die Horrorfanatiker unter euch. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr alles so let's playen könnt. Als erstes habe ich geplant Dungeons Nightmare oder Nightmare Dungeons oder wie das hieß und Outlast. Outlast habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt und ich weiß auch nicht ab. Oh nein! Und ich weiß auch gar ehrlich gesagt nicht, worum es in dem Spiel geht, aber schreibt sie nicht in die Kommentare, ich will mich überraschen lassen. Einige haben mir empfohlen, irgendwie mir Let's Plays anzuschauen von Gronkh. Aber ich habe mir vorgeschworen, Horrorspiele zum ersten Mal spielen und nicht zu wissen, wie es geht oder was da passiert. Da kann man sich mehr erschrecken. Jetzt bei Five Nights at Freddy's 1 erschrecke ich mich trotzdem. Aber ich weiß ungefähr, was hier so läuft, die Schür. Ist so die Ente in der Nacht unterwegs oder wie läuft das hier ab? Go away, Ente. Okay, 3 Uhr morgens. Hashtag, es könnte pornöser laufen. Oh, weg damit. Boah, Mann, immer dieser Ton, wenn die da stehen. Das ist... Alter, was ist das für eine Ente? Oh, ich liebe es mit so einem flüssigen PC. Ach, die Maus ist auch noch unterwegs. Und Freddy guckt mich jetzt direkt an. Gruselig. Und naja, was soll's, ne? Hashtag YOLO. Was war das? Ach, geh doch aus! Menschenskinder. Ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren, deswegen spreche ich nicht so viel, denn das ist so ein Spiel, wo man sich wirklich konzentrieren muss. Ja, wir können... Fucking Freddy ist unterwegs. Fucking Freddy ist unterwegs. Ich weiß nicht, wie man ihn abhalten soll. Freddy soll von rechts kommen, wo genau er reinguckt oder so. Ich habe keine Ahnung. Naja, nach 3 wird ja langsam Zeit, dass der alte Freddy irgendwie auftaucht. Der alte Hase. Oh, Jemini, 35%, das ist nicht allzu viel. 4 Uhr morgens, okay. Es sieht momentan gut aus, hoffen wir, dass wir es im ersten Versuch schaffen werden. Was ich aber bezweifle. Die zweite Nacht haben wir auch nicht... Ich muss auf Pirate Cove aufpassen. Come on, Bebe. Pirate Cove ist noch drin in seinem... Bühne, in seiner Bühne, was es auch immer sein mag. Ach, der fucking Hase steht links. Der fucking Hase. Der fucking Hase steht links. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Nee, nicht klopfen. Oh, hör doch auf zu klopfen. Oh, oh. Auf Pirate Cove haben wir diese Nacht sehr nice aufgepasst. Och Mann, Hase, wo bist du? Ach da, oh Gott sei Dank. Aber die Ente. Die Ente, wo ist die? Wo ist Freddy, Mann? Okay, da. Ist der Hase, aber wo Freddy ist? Puh, keine Ahnung. 5 Uhr morgens, Leute, 5 Uhr morgens. 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 Pirate Cove ist diese Nacht nicht rausgekommen. Ist doch relativ nice. Wir können gleich sogar... Oh, ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, ich habe eine Skype-Nachricht bekommen. Alter, das war erschreckend. Das war wirklich erschreckend, Leute. Jo moin. Wo soll die denn? Wo soll die denn? Ich mach die Türen zu. No risk, no fun, würde ich sagen. Wir werden es einfach probieren.
Hat hier jemand geklopft? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Pyro Cove guckt langsam raus. Und Freddy ist am Lachen. Oh, er stand da gerade vor der Tür. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Vierte Nacht. 5 Uhr morgens. Nicht mal lange. Oh Mann. Schneller, schneller. Nein, schneller. Oh Mann, die Zeit soll schneller vergehen. 2%. 1%. 0%. Und jetzt müssen wir es riskieren. Bam, Junge. Vierte Nacht. Dritte Nacht. First Try. Woo. Yay. Yo, ich würde mal sagen, wir fangen noch die vierte Nacht an und dann schauen wir mal, was hier noch so möglich ist. 60 FPS, das ist hammergeil. Auf meinem alten PC hatte ich immer 15 FPS. Ich glaube, das muss man auch erkennen. Allein schon der Ventilator war nicht flüssig. Hier, der Ventilator. Der ist jetzt sogar flüssig. Oh, so geil. What the fuck? Oh. Ich will ein bisschen zuhören. Was war das? What the? Was ist das? What is this? Was ist das? Was passiert da gerade bei dem? What the? Wow, Homies. Da ist gerade was bei dem abgegangen, ne? Pirate Cove. Okay, der Telefonfritze, bei dem ist gerade was passiert. Das hat sich angehört wie ein Maskottchen, aber... Wow, Hase, Ente. Okay. Batterien sparen, Batterien... 1 Uhr morgens schon, heavy. Der Thomas macht Fortschritte. Wieso bewegt er sich jetzt so creepy, Alter? Das ist creepy shit. Das ist richtig creepiges Shit, Alter. Die hat Epilepsieanfälle. Und ja, ich weiß nicht so recht, ne? Mit Epilepsieanfällen bei Let's Eat ist nicht so knorke. Also ich würde dir empfehlen, nicht in die Disco zu gehen. Da kriegst du nur Probleme mit deiner Epilepsie. Freddy war da. Oh, 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 oh. Let's Eat, geh weg. Gronkh und Sachratze sind nicht bei mir im Raum, das siehst du doch. Creepy shit. Freddy hat wieder gelacht. Freddy hat wieder gelacht. Freddy hat wieder gelacht. Freddy hat wieder gelacht. Ich mag sein Lachen nicht. Das ist so hu-hu-hu-hu-hu-hu mäßig. Versteht ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Pirate Cove? Ah nein, er guckt schon raus. Wir müssen da irgendwie öfters drauf gucken, ne? Aber ich glaube, wir müssen sogar einmal irgendwie die Tür vor seiner Nase zuschlagen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir haben schon zu wenig Batterien um diese Uhrzeit. Wir müssen ein bisschen sparen. Ein bisschen viel sogar. Oh, ich liebe es, mit so einem flüssigen Computer FNAF zu spielen, ey. Also Five Nights at Freddy's hat ja sich inzwischen zu einer meiner Lieblingsspiele entwickelt und ich freue mich total auf den vierten Ableger. Ich bin sehr überzeugt davon, dass ein vierter Ableger kommen wird, da am Ende ja von Teil 3 stand, dass die Maskottchen, also dass das Haus, das Gruselkabinett abgebrannt ist und dass die Maskottchen dann auf einer Auktion verkauft wurden. Also kann man daraus schließen, dass ein vierter Teil in der Mache ist. Also ich freue mich schon mega darauf. Und auf schon auf den Film. Okay.
Dubstep. Wieso wollte ich gerade Weihnachtsmusik summen? Ich meine, wir haben es Frühling. Wir spielen Horrorspiel und ich habe das Bedürfnis, Weihnachtsmusik zu summen. Ja, läuft bei mir aber hardcore, ne? Das ist natürlich heavy, würde ich sagen. Das ist heavy shit. Was bewegt sich denn hier die ganze Zeit, Mann? Ich höre die ganze Zeit blablabla im Hintergrund. Aber hier ist bei weitem nichts in der Nähe. Ach da, der Hase ist schon... wieso sage ich immer Hase? Ach, da ist er ja, okay. Die nähern sich langsam mir. Ja, soll mir auch egal sein. Glaube ich. 3 Uhr morgens, 4. Nacht. Das ist doch relativ nice, wie wir hier so durchmarschieren in den... Oh, oh. Come on, Baby. Was geht hier ab? Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen weniger reden werde, wie ich schon in der letzten Nacht. Wenn es so zu den letzten 3 Stunden geht, ist man relativ motiviert. Und will einiges schaffen, natürlich. Und mein Ziel ist ja auch natürlich, die Nacht zu schaffen. Oh! Beweg dich doch nicht so komisch. Hast du auch Epilepsie? Dann geh zum Arzt. Opa. Hier sind aber keine elliptischen Lichter oder so, keine Disco-Kugel oder sowas. Hau ab! Mongo! Komm, geh weg! Geh weg! Was klopft denn hier? Was klopft denn hier die ganze Zeit? Oh oh! Oh Gott sei Dank, der ist noch da. Ich bin kein Arzt, also du kannst ruhig weggehen, wenn du irgendwie Hilfe mit der... Fick die Henne, Alter, was war das? Was war das? Das war Freddy, glaube ich. Ist das Golden Freddy? Ah! Oh, mach mir keine Angst, Bro. 4 Uhr morgens, komm. Oh nein, Pirate Cove ist auf dem Weg. Oh Mann! Oh bitte, 5 Uhr morgens. 16%, das schaffen wir noch nicht, das schaffen wir noch nicht. Bitte, Pirate Cove, bleib da, Mann. Bleib da. Da können wir nicht, viele Nacht schaffen. Das wäre hammergeil, wenn wir das schaffen würden. Come on, Baby. Come on. Oh oh, oh oh. Oh, Mann. Ich mach die Tür zu. Hashtag no risk, no fun. Hashtag no risk, no fun. Hashtag no risk, no fun. Hashtag. Nein. Nein, it's a me. Bitte. 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 Komm. Oh, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh nein! Ah! Ho, 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 ho. Okay. Dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Five Nights at Freddy's Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, unterstützt den Thomas mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Five Nights at Freddy's mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, Homies. Ciao.